Willkommen zu den Outtakes. Denn Microsoft ist ne Bitch. Wir haben jetzt schon 2 Minuten aufgenommen. Und trotzdem verkackt es Xbox, mein Spiel zu starten. Da gehe ich zu Clark Kent. Der kommt dann zu eurer Bude und macht euch dann zu einer Nudel. Ich bin der Rapper des Jahrtausends. Ich könnte kotzen, warum funktioniert die Scheiße nicht? Hä? Funktioniere! Bitte! Ich will Little Nightmare aufnehmen, aber er will nicht. Du dämlicher Spasti! Das dauert schon wieder viel zu lang. Es funktioniert! Wir können aufnehmen! Bandai! Ohne Scheiß! 9 Minuten hat's gedauert, jetzt sind wir soweit. Hi, hi, SaaS Games hier. Nein, fangen wir richtig an. Erstens mal, nein, nein, du suchst jetzt nicht nach Inhalten zum Runterladen. Das ist in Ordnung. Nein, auch gut. Wir synchronisieren jetzt mal live. Und, hi, hi, hi. Ich, oh. Aufnahmen sind masterhaft. Ich mach sie vorhin. Ihr kriegt die Outtakes vorhin dran. Willkommen zu einer Folge von Little Nightmares. Man merkt, mir geht's gut. Also ich müsste in die Klapse, aber mir geht's gut. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir hängen geblieben sind. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja, sorry. Jetzt geht's los. Wenn das Spiel jetzt abkackt, raste ich aus. Dann wird es nie wieder aus dem Little Nightmare. Nie wieder. Ist vorbei. Letzte Folge Little Nightmare. Heute. Diese Ladezeiten. Das ist. Gerade ist echt. Also entweder Xbox oder sorry. Oder Microsoft. Ja, Xbox oder Microsoft. Einer von den beiden sind Penner. Ich ziehe jetzt schon 5 Minuten länger, ja? Also das will ich euch nicht antun. Aber Six ist da! Steh auf! Hi! Das haben wir doch schon gemacht, aber egal. Das haben wir schon. Achso, das ist. Also die Kerze ist ein Speicherpunkt, gut zu wissen. Ich weiß nicht mehr, wie man auf X kommen will. Ja. Was wollte ich gestern? Letztes Mal. Gestern, ja, letzte Folge. Und. Tschaka! Auch mit dir. Ach, jetzt müssen wir diese Scheiße wieder machen. Das war die Wasserflasche. Der ist direkt schon. Geh weiter. Ich hab nichts gehört. Speicherspann. Spannend.
schön gemacht, gell? So. Wie greift mir wieder was mit der Tee? Ja. Und mit Arsch meistens, gell? Bisschen. Jetzt sind wir nicht durchgekommen. Also jetzt hat es ja funktioniert, dass wir da einfach durchgelaufen sind. Müssen wir mal gucken. Dieser Fernseher ist lauter als unsere Schritte. Ich frage schon, ob man uns hört. Aber egal. Da ist sie wieder, die kleine Six. Ach, weil wir nicht gelaufen sind. Uns auch nicht mit. Wenn ich es kann, mache ich hier noch die Kerze an. Ich mache jetzt jede Kerze an, dass es irgendwo gespeichert wird. Wir sind noch beim letzten Mal, ist er mir hinterhergelaufen und der ist hier verschwunden. Aber naja. Marek hat schon gesagt, dass ich sie zu sehr verunstalte und vernichte und es tut mir leid. Passe jetzt besser auf Six, ja? Ab jetzt passe ich besser auf Six. Ach ne, jetzt muss ich das schon wieder machen. Ist so blöd, um zu springen. So, das kennen wir ja schon. Jetzt aber. Tschakka. Haben wir es geschafft? Genau, hier haben wir aufgehört. Stoppen wir das mal hier. Wahrscheinlich scheiße Rampe.
doch, ja, natürlich. Ist das dann ein Schalter? Das ist einfach nur. Aber ich muss dann für die Tür setzen. So was. So ist es. Zack. Ach, hoffe dir. Schön. Und. Hep. Richtig bedrückende Stimmung hier. Die Nase juckt wieder. Muss man nichts. Ah, hier ist ein Schacht. Kein Six. Mach die Laterne an. An den Speicherplatz. Das hier. Das ist nichts. Oh Gott! Ist irgendwas, kam rein oder so, aber dass da jetzt eine Hand rauskommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Passiert. Das ist nicht meine Schuld. Ich hab auf Six aufgepasst. So, weiter geht's. Erstaunlich ist, wie weit, wie schnell ich an mir vorbeikomme. Da ist er noch da. Er ist. Oh Gott. Wie kann man sich nochmal ducken? Kann ich gar nicht. Der duckt ja automatisch, oder? Warum duckt die sich nicht? Alles klar. Okay. Boah. Da bleibt es mir im Hals stecken. Jetzt weiß ich wieder, wie man sich ducken kann. Ja, muss ich da irgendwie. Kann ich mich da dran nehmen? Dieses Rätsel ist eine Frage, ich weiß nicht, wie ich die machen soll. Mit dem Ding kann ich nicht ziehen. Uah. Ich kann nicht dran ziehen.
hier irgendwas machen? Ich kann auch nicht. Ach man, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. An dem Gitter kann ich auch nicht hin. Kann ich die Klamotten anzünden? Doch dran ziehen. Drecksau. Ach, fuck. Warum brennt der einfach nicht der Ärmel an? Fertig. Ich muss jetzt da dran. Also ich glaube, ich muss da dran ziehen. Ich weiß es halt nicht. Es sind halt Spiele, wo ein bisschen Rätsel ist. Jetzt hätte ich es fast geschafft. Das gesehen? Ist gerade abgegangen. Ihr habt es gesehen? Also muss ich. Oh, das ist ein super kleines Zeitfenster. Muss ich 2-3 Mal dran zerren. Na jetzt. Wieder weggeht. Tut weh. Aber er hat's verdient. 6, 1, Hausmeister, 0. Keine Arme, keine Kegel. Das ist echt heftig. Habt ihm gerade die Arme abgequetscht. Tut nicht so weh, ist mir schon öfters passiert. Ah, ja, schön, herrlich. Ah.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Das Spiel wird ein bisschen derb. Ein wenig. Aber ja. Man hat ziemlich viel Ladezeiten, um darüber zu philosophieren und sich und damit klar zu werden, was da gerade passiert ist. Och, die Kleine. Die ist so potzig. Oh no. Kommen wir jetzt in die Küche. Kommen wir jetzt in die Küche. Das ist schneller als der Haken. Oh. Und schon. Hey. Ein Koch. Hep. Ist wieder Hunger. Mach mal, Schatz. Ich will jetzt schnell was essen. Dann haben wir noch 10 Minuten Zeit für das Essen. Och nein, du bist jetzt keine Ratte. Okay, du bist eine Ratte. Kleine Six. Die Message von dem Spiel ist, dass Kinder bösartig sind und alles fressen. Warum? Das isst du nicht? Willst du mich verarschen? Gott, der ist viel zu schnell. Macht er nicht. Hat er nicht gemacht, oder? Er hat mich gerade in den Topf geschmissen. Drecksau. Diese kleine Drecksau. Aber eine Ratte frisst aber keine Karotten. Kinder essen kein Gemüse.
Mit dem verkehrt? Hat dem einer ins Gehirn geschissen? Du kommst jetzt nicht hier hoch. Oh Mann. Ich bin ein Idiot. Oh, egal. Wir haben es wenigstens mal weg von ihm geschafft. Auch mit dir. So putz, wie sie balanciert. Wenn Six nachher böse ist, weil sie die Leute gefressen hat, ja. Nicht sauer auf die Macher des Spiels. So. Da sind wir. Ist da was? Echt, hier haben wir noch zwei Toiletten. Jetzt Böcke. Da oben ist eine Kette. Weil wir werden ja wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie lange wir noch haben. Wir haben noch. Ich muss schon wieder mit der zweiten Aufnahme angefangen mit der Kamera. Wir haben noch 4 Minuten. Thank you.
Ich hatte es fast geschafft. Da hoch und zurückspringen. Und greifen. Schön. Da unten oder? Man hat ja eine Tür auf und zu gemacht. Sind wir schon wieder hier? Ich weiß nicht, wo ich mich noch dran hängen soll. Ach so. Jetzt habe ich mitbekommen, wie das funktioniert. Weil man soll. Das habe ich im Trailer gesehen. Da macht die eine Wurst, die dann, wo sie sich dann drüber hangeln kann. Ist auch cool gemacht. War so kalt, du Kleine. So. Ah ja. Zack. Und noch einmal. Na, komm, pack schon. Ja, schön machst du das. Zack. Und jetzt müssen wir noch einmal runter. Und dann machen wir das Ding auf. Und dann macht die Wurst. Wir müssen irgendwie da hoch. Ha. So. Dann kann ich mich da drüber schwingen. Und schwingen und hepp! Machst du schön, machst du das? Bin ich jetzt schon durch bei denen? Wahrscheinlich muss ich auch wieder irgendwie jemanden massakrieren, töten, abschmeißen, abbrennen. Merke ich eben, ich habe lange nicht gespielt, weil ich ja nicht wusste, wie man sich duckt. Hier ist das Kraut, das ist die Kühlkammer.
Drecksau. Den musst du da suchen. Lauf. Fein gemacht. Tür zu, ich muss laufen. Tschüss! Ich will dich nie wiedersehen, Drecksau. Sind wir alleine? Ein Pempel! So, jetzt laufen wir unter dem lang. Jemand muss auch den Wäschedienst machen. Jetzt auch schon wieder zurück. Drei Sekunden. Ja, spätestens bei dem zweiten muss ich raus. Die sehen sie nicht direkt. Jetzt wäscht er dort, ist das dann im Ernst? Jetzt hat er mich. Oh Mann! Ich hätte einfach so auf den Tisch wahrscheinlich springen können. Ich Idiot! Na, aber wir sind jetzt fertig. Ich habe jetzt genug. Komm. Noch einmal. 10.
Fuß genau bei dem Typ hochspringen. Ist das dein fucking Ernst? Ich zieh heute drüber, ist mir egal. Heute gibt's eine Extended-Folge. Ich will das noch machen. Ich bin gerade so dran fixiert, das zu schaffen. Geh wieder weg. Oh, ihr Bitches! Macht er jetzt? Macht er? Oder? Ach, okay, warte, er kriegt mich dort. Nein, nein, nein! Das ist zur Entschuldigung, dass ich gestern kein Video hochgeladen habe. Muss heute machen. Deswegen. Was ist los mit dir? Wie soll ich denn doch reagieren? Ging direkt los. Bauf, der bricht da durch. Denk schon, alles klar, was geht ab? Du sollst laufen! Nein! Warum trabst du dann? Also nicht so langsam. Du sollst sprinten. Du sollst in mein Leben laufen. So, das letzte. Und jetzt einmal wie spät ist die Folge vorbei. Lauf, 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 lauf. One, two, the hills! Ihr spinnt ein bisschen! Nein! Ich lasse dich nochmal los! Oh nein! Ich hab's fast geschafft! Wieder. Lauf doch! Gott. Was ist denn mit euch los? So. Erfolg geschafft. Die Küche. Oh, die hat mich fertig gemacht. Die hat mich fertig gemacht. So. Müssen wir noch laden. Und da sind wir. Zip. Draußen. Noch kurze Synchronisation. Hier. Auch von runter. Und das war's mit der sehr tollen Folge. Also für mich jetzt mal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich auch ein bisschen viel überzogen. Aber ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Little Nightmares, kurzes Statement. Super geil. Das hat mich jetzt ein paar Nerven gekostet am Anfang. Aber ja, passt ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr könnt mal gerne dem Video einen Daumen nach oben da lassen oder auf den Subscriber-Button da drücken und dann wäre ich glücklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!